Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge und zwar zum Gartensimulator. Mahlzeit, Leute. Grüß euch. Wir sind zurück in unserem schönen Garten. Ihr habt gerade mit der Hecke, das sieht sehr cool aus. Vielen Dank für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare. Und ich werde mir hier auf jeden Fall den noch, glaube ich, warte mal, wie breit ist der Bogen? Den stellen wir mal hier hin. Ich habe noch gerade kurz die ganzen Dinge noch mal ein bisschen ready gemacht. Ich würde sagen, das passt noch nicht so ganz. Ne, warte mal, da müssen wir noch mal ein bisschen ein Stück zurück, ne? Diesen Bogen hier. Ach, guck mal, das passt doch. Ich würde sagen, einen bestellen wir noch. Dann bestellen wir uns noch, ich glaube, einer müsste reichen, ne? Hoffe ich zumindest. Eine Hecke. Und dann bestellen wir uns noch eine Bank. Sofern wir uns die leisten können. Wir brauchen einmal noch eine Hecke. Zack. Und eine Bank. Zack. Ein Sonnenschirm. Können wir uns nicht leisten. Aber einen Willi können wir uns holen. So. Das ist wahrscheinlich so ein Volleyball. Können wir vielleicht mit der Katze spielen? Und ihr seht, wir müssen den Rasen wieder mähen. Ne? Heute erstmal letzte Folge hier. Von der Demo sollte es noch möglich sein, auch nach dem 20. das Ganze noch weiter zu spielen. Werde ich vielleicht noch ein, zwei Folgen machen, aber ich habe so viele Demos, die ich noch euch zeigen will. Das finde ich halt echt dumm, dass der quasi den Mist macht hier. Ne? So, jetzt ein Ball. Und dass die Pakete hier reinfliegen, das finde ich jetzt nicht so dolle. Da müsste man vielleicht nochmal ein bisschen was anpassen, dass man den Spawnpunkt vielleicht woanders setzt. Oder ich hätte vielleicht das ganze Ding woanders setzen müssen. Das kann natürlich auch sein. So, wir brauchen noch eine Hecke. 6. Jetzt haben wir natürlich hier eine Lücke, ne? Das ist natürlich maximal... Sorry, maximal blöd. Wir könnten natürlich auch alles anders machen. Machen wir gleich, wenn jetzt Tag 14 begonnen hat. Also 14 Tage sind wir schon durch hier. Ich habe da vielleicht eine Idee. Gucken wir mal. Aber sieht nicht toll aus, ne? Mit dem schmalen Bereich hier. Aber eine Bank haben wir. Guck mal. Können wir hier schon hinsetzen. Guck mal, eine Bank haben wir hier. Da kann man sich schon hinsetzen. Das sieht natürlich jetzt nicht so toll aus, ne? Mein innerer Monk sagt, nee. Aber ich kann es halt jetzt auch, ob ich... Na gut, man kann es hier noch ein Stückchen weiter rüberpacken. Es ist da zumindest zu. Aber hier kriegen wir es halt nicht komplett hin, glaube ich, oder? Oder müssen beide neu setzen? Warte mal. So, wenn wir jetzt immer was Neues bestellen, haut er mir die Sachen immer um, ne? Ah, es geht doch eigentlich, oder? Was meint ihr? Ich finde, das sieht schon mal ganz gut aus. Guck mal, hier haben wir noch einen kleinen Ball zum Spielen. Ne? Den können wir mal hier so hinpacken. Erstmal. Und wir müssen erstmal ein bisschen Rasen mähen, ne? Holen wir uns mal den Rasenmäher. Und je mehr wir bauen, desto weniger Rasen müssen wir auch mähen, ne? Das ist natürlich immer sehr gut. Ein bisschen Grünfläche muss auf jeden Fall sein. So einen kleinen Trimmer würde ich mir noch wünschen. Ach, warte mal, wir müssen erstmal... Nee, wir müssen erstmal wieder ernten. Leute, wir müssen doch erstmal wieder ernten und gießen, damit der ganze Spaß hier läuft. Halb vergessen. Guck mal, wie viel Geld wir schon wieder haben. Das läuft wirklich gut. Muss ehrlich sagen, wenn wir natürlich noch mehr machen könnten... Wäre es natürlich lukrativer, aber ich glaube, dann wären wir nur noch mit Gießen beschäftigt, ne? Die habe ich ein bisschen zu weit auseinandergesetzt, das hatte ich auch schon geschrieben. Deswegen kann man die nicht gleichzeitig gießen. Und man hätte natürlich jetzt auch noch so ein kleines Blumenbeet machen können, ne? Die wachsen halt jetzt auch alles ein bisschen schneller. Ne? Wenn die einmal gewachsen sind, dann tragen die Kürbisse auch schneller wieder neue. So, kann ich euch beide gießen, oder? Jo.
Das läuft. Sehr schön. Dann nehmen wir gleich nochmal fix den Rasen. Jetzt sind wir schon wieder jenseits von Gut und Böse. Man hätte auch hier Holzplatten oder Steine reinlegen können. Dann hätte es ein bisschen mehr Abstand machen können. Das hat er auch geschrieben, ja. Es gibt halt viele coole Dinge hier, ne? So, Rasen wir hier wieder raus. Wir mähen mal hier den Rasen. Dann sieht der Spaß dann auch irgendwann wieder viel, viel schöner aus, ne? Ich bin wirklich auf die Vollversion gespannt, ob da noch wirklich weitere Features kommen, wie Rasensprenger oder Tulpen, andere Pflanzen, Rosengarten oder was weiß ich, was man da später alles machen kann. Also Möglichkeiten gibt es ja da, glaube ich, sehr viele. Gerade was so ein, ja, Garten oder Kleingarten oder, ja, irgendwie sowas in der Richtung quasi haben kann. Da gibt es ja schier endlose Möglichkeiten. So. Das ist natürlich auch hier, guck mal, vernünftig drüber, ne? Ansonsten sieht das Ganze nämlich wieder aus wie Kraut und Rüben. Hier könnte man vielleicht noch eine Platte dazwischen legen, wenn es funktioniert. Bin ich mir aber nicht sicher. Guck mal, der Tag ist gleich schon wieder rum, ne? Also irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt sind die Tage viel zu kurz. Wie jetzt zum Beispiel. Tag 15 sind wir schon. Oh, es geht richtig voran, ne? Es geht richtig voran. So, hier müssen wir auch nochmal ein bisschen. Wir mähen jetzt einfach den Rasen nochmal fertig hier. Und wir haben schon wieder Kürbisse, ne? Guck mal. Vielleicht reicht das Geld gleich sogar aus, dass wir uns den kleinen Brunnen noch holen können zum Abschluss. Das wäre natürlich mega gut. Das dem mähe ich gleich. Ich mache mal kurz hier einmal wieder die Ernte. Zack. Guten Zaun könnten wir vielleicht hier auch noch rumsetzen. Ah, man kann so viele Sachen machen. Wie in jedem Spiel, ne? Gießen wir mal wieder. Was passiert eigentlich, wenn wir die nicht gießen? Habe ich jetzt noch gar nicht herausgefunden. Ich glaube, dann wachsen die auch nicht. Aber ich glaube, dann würden die verderben, ne? Oder vertrocknen. Ich denke schon, dass das passieren würde. Ups. So, wie auch nochmal. Dann den Rest mähen. Und ihr seht schon, ne? Also ihr habt schon über den Tag verteilt richtig viel zu tun hier, ne? Klar, mit der ganzen Optik und so weiter. Mit dem Gestalten des Gartens. Da kann man später auch noch einen Pool bauen oder so Liegestühle. Einen Sonnenschirm haben wir auch noch. Können wir auch noch hinbauen. Stühle, Tische. Vielleicht später noch. Mal gucken, ne? Was dann in der Vollversion kommen wird. Aber es hat nicht gereicht, glaube ich, jetzt hier für die, für den Brunnen. Ne? Der Brunnen kostet, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ne? So, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen weiter mähen. Da ist nämlich noch ein bisschen was. So, hier müssen wir auch nochmal. Aber der Schuppen, da weiß ich immer noch nicht, was der für eine Funktion hat. Habe ich noch nicht herausgefunden. Dieser Schuppen da. Man da später auch noch Setzlinge ziehen kann. Ich weiß es nicht. Guck mal, die Ecke, die stört mich jetzt da von der Hecke. Triggert mich so ein bisschen. Da auch, ne? Das sieht halt nicht schön aus. Können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen umstellen, aber ich glaube, so großartige Veränderungen können wir da nicht mehr machen. Zumal die Hecke ja sowieso wieder umfällt, wenn die Pakete geliefert werden. Ich hoffe, wir können den, dass der Spoilerpunkt oder der Lieferpunkt sich irgendwie verändert kann oder ob wir die Zustellung dann irgendwie anders machen können. Weil das macht halt das schöne Bild kaputt, ne? Also da müssen wir immer wieder die Hecke neu aufstellen, das ist halt nicht schön. So, Rasen haben wir gleich gemäht. Sieht auch wieder tiptop gepflegt aus, der Garten, ne? So, warte mal, hier könnten wir... Hier kann man vielleicht noch ein bisschen umstellen, warte. Der Tag endet gleich schon wieder. Ist natürlich auch wieder großartig. Aber viel kannst du hier nicht machen. Du kannst hier noch ein bisschen rausstellen, aber...
Nee, hier bist du schon quasi. Das passt schon, ne? So, den Ball können wir mal hier hinlegen. Oh, warte mal, habe ich noch einen Grashalm vergessen? So ein, zwei Stück werde ich wahrscheinlich irgendwo stehen lassen, ne? Hier so eine Ecke vielleicht. Gucken wir da auch nochmal. Und Lampen fehlen halt auch noch für den Garten. An dem Bereich finde ich halt recht schön. Wofür ist das hier? Was ist das für ein Symbol hier? Wahrscheinlich noch eher keine Funktion. So, nächster Tag. Ich habe auch hier wieder eine große Ernte. Kürbisse. Also auf lange Sicht Kürbisse, glaube ich, eine richtig gute Idee. Kurzfristig Erdbeeren, aber auf lange Sicht, vielleicht gibt es ja auch später auch Himbeeren, Brombeeren, Äpfelbäume. Also Bäume fehlen mir hier auf jeden Fall noch. So. Oh, wir haben über 500 Taler. Das heißt, wir könnten rein theoretisch den Brunnen noch platzieren in der heutigen Folge und vorerst letzten Folge hier vom Gartensimulator. Sehr schön. Die Erdbeeren. Die müssen natürlich auch noch hier fertig werden. Ne? Die habe ich echt zu weit gesetzt. Ich finde es echt schön gemacht. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr idyllisches Spiel. Und ein einfaches Spielprinzip, ne? Muss man ehrlich sagen. Ne? So, ich würde sagen, wir bestellen nochmal auf jeden Fall. Danach müssen wir wahrscheinlich wieder die Hecke neu machen. Bestellen wir mal unseren Brunnen. Ne? 500 kostet der. Bam. Oh, jetzt haut er das wieder hier rein. Ne? Dann geht es wieder kaputt. Kann ich mich hier auch hinsetzen? Nee, leider nicht. Wir können nochmal gucken, ob hier... Was kann ich denn hier noch machen? Also hier können wir bestimmt später irgendwas lagern, aber es scheint nach einem Gewächshaus zu sein. Vielleicht können wir hier auch was in dem Haus platzieren. Ah, oh, guck mal. Der hat's angepasst, das ist ja schön. So, jetzt haben wir einen schicken Brunnen. Guck mal, einen schicken Brunnen. Wo packe ich den denn jetzt hin? Hier so in der Mitte. Guck mal, das sieht doch recht schön aus, oder? Gut, kann man vielleicht auch anders machen, ne? Aber jetzt haben wir noch 6 Taler. Er hat diesmal nicht kaputt gemacht. Die Katze, können wir mal ein bisschen ärgern. Komm her. Schade, dass die Katze nicht mit dem Ball spielt, ne? Den werfen. Das ist ja geil. Oh ne, jetzt ist er weg. Doch nicht. Aber ist geil, dass das alles Physik hat, ne? Finde ich halt auch recht schick. Aber was ist hier? Guck mal, das ist ein Pfeil. Vielleicht kann man später noch was reparieren oder kann hier noch so Gartenpflanzen dranhängen, ne? Mir zum Beispiel vorstellen. So, Gießkanne. Was kostet denn eigentlich ein Zaun? 10. Wir könnten vielleicht gleich noch einen Zaun hier setzen, hier rum, oder? So zum Abschluss. Aber das machen wir noch. Wir wenden mal den Tag. Blub. So, nächster Tag, Tag 17. Da kräht der Hahn wieder. So, da haben wir wieder eine richtig schöne Ernte hier.
essen? Bitte? Sehr schön. Das haben wir auch. So, jetzt hier noch die ganzen Sachen gießen. Die schönen Erdbeeren. Dann sind wir hier durch. Dann bestellen wir uns gleich nochmal einen Zaun. Und dann können wir vielleicht hier noch so einen kleinen Zaun quasi umbauen. Um das Beet, ne? Das wäre vielleicht nochmal ein krönender Abschluss. Gartenschlauch fände ich auch noch cool. Sehr schön. Gut. Wie viele Elemente brauche ich denn hier? Puh, keine Ahnung, wir haben 156. Ich bestelle einfach mal ein paar. So, Zaunelemente. Zwölf Stück kaufen wir mal. So. Gucken, was wieder da rein platziert. Guck mal, der Brunnen hier, ne? Sieht dann einfach auch wirklich wunderbar aus. So. Jetzt haut er wahrscheinlich... Mal gucken, ob er die Hecke wieder umhaut. Guck mal, das Gras wächst auch schon wieder, ne? Nee, aber wir haben es gut platziert. Was passiert damit nicht? Sechs... Ach, guck mal, der Zaun ist gar nicht so groß, ne? Ruhig mit ein bisschen Abstand machen. Ne? Ist ja jetzt nicht so tragisch. Kannst natürlich hier so ein bisschen setzen. Einfach nur, damit man es ein bisschen eingezäunt hat. Ne? Ach, man hat hier die Kante. Guck mal. Dass es einigermaßen gerade ist. Schön. So einigermaßen. Das ist nicht tipptopp, aber... Mal, damit das Ganze hier nochmal so ein bisschen eingezäunt. Ne? Es wirkt auf jeden Fall, ja, so ein bisschen durchdacht. Ne? Unsere Katze ist natürlich auch da. Das ist unser Ball. Da ist er. Können wir mit dem hier aufnehmen. Ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. Warte mal, wir können noch mal ein paar... können noch mal kurz was bestellen. Ich glaube, Samen können wir noch einmal. Ich will mal Tulpenzwiebeln nehmen. Vielleicht könnten wir eine Tulpe da setzen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ansonsten war es auf jeden Fall. Es ist ein sehr schönes Spiel, um das jetzt nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Sehr tolles Spiel. Man kann auf jeden Fall einiges machen. Ich freue mich da auf die Vollversion. Und hoffe, dass der Paketbote ein bisschen sanfter mit gewissen Sachen umgeht. Ach Mann. Der macht alles kaputt, der doofe Paketbote, ne? So, 7. Guck mal, wir können die sogar hier reinsetzen. Das funktioniert. Aber nur weil wir umgegraben haben, wahrscheinlich hier drin, ne? Ne, da geht sonst nichts, ne? Ah, Tachum. Toll. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, sehr tolles Spiel. Schreibt mir gerne auch eure Meinung dazu rein. Packt euch das Spiel auf jeden Fall auf die Wunschliste. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich setze jetzt mal hier. Gieße die jetzt nochmal. Und ja, bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten, Leute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Eure Meinung ist gefragt. Ich bedanke mich, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage mal bis dahin. Tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.